Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Captain of Industries. Ja, in der letzten Folge haben wir einiges repariert, wie man es nehmen will, ne? Auf jeden Fall, hier unten, die scheinen jetzt gerade aktuell wieder gut zu laufen. Es wird alles Stück für Stück leer. Das ist gut zu sehen. Die Anlage scheint es wieder gut zu verarbeiten zu können. Wir sind hier von der Kapazität wieder gut dabei. Sand ist da. Der Kompost ist auch da, der wird auch bald wieder entleert. Und wir haben noch Platz für die Säure. Die Säure war ja eigentlich der ganze Grund, warum hier alles schief gelaufen ist. Habe ich... Ach, hier habe ich keine Säure. Ich stelle mal auf Pause. Dich brauchen wir nicht. Du tust nur die Umwelt verwesten. Dich tun wir auch ganz vorsichtig mal nur. Friss noch deine letzten 2-3 Schlückel und dann... Ist das scheiße aus. Gut. Irgendwie scheint ja unser Treibstoff auch zu halten. Ich tue jetzt mal das letzte Ding hier. Upgraden. Ich will wissen, ob wir genug haben. Weil ganz ehrlich, ich bin verwirrt. Letztes Mal sah es doch eher so aus, als ob wir nicht mehr genug hätten. Wir tun eine dicke Rohrleitung rein. Das tut dann auch nochmal gut. Dann haben wir noch mehr Masse, die durch kann. Ich stelle den Durchsatz an, der jetzt durchballert. Er macht sich jetzt leer, dann wird er da hinten voll. Das ist super. Gewächshaus Stufe 2 haben wir jetzt freigeschaltet. Ich hoffe auch mal, dass das langsam alles hier wieder Kapazitäten kriegt. Weil wenn du dir das anschaust, wie viele Massen hier eigentlich jetzt durchfliegen, ne? Müssten sie ja eigentlich... langsam ein Ressourcenlager wieder anlegen, oder? Da kommt ja schon die nächste Palette und eigentlich müsste dann irgendwo schon wieder die nächste Palette ankommen. Ja, da. Da kommt schon wieder das nächste. Also rein theoretisch immer, es kommt immer überall so ein bisschen was daher. Und wenn ich mir anschaue, wie viel produzieren wir hier eigentlich? Ich sehe auch gerade, was noch ein Problem sein könnte. Probleme überall. Ich habe zu viel fucking Tierfutter. Deswegen haben wir keine Brotproduktion mehr aktiv. Gott, das macht natürlich nochmal einen großen Unterschied. Scheiße. Das Lager hat aber echt lang gehalten. Leck mich am Arsch, okay? Das ist übel. So, 16 bedeutet, jeder von euch macht dann... Also Brot hält echt ewig. Aber wir haben jetzt rein theoretisch relativ viel Tierfutter. Und wenn alles gut läuft, wird bald die Kupfermine wahrscheinlich auch immer nochmal eine neue... die Straße umlegen, oder wir können dann hier anfangen zuzukippen. Lass uns mal auf die Karte, auf die Kader schauen. Oder auch nicht, weil hier noch ein riesiges Kupferlager vorliegt. Habt ihr eigentlich noch zu tun? Ja, wir haben doch zu viel Kupfer. Wir brauchen nicht so viel Kupfer, wie es ausschaut. Können wir eigentlich... Was ist mit unserem Schiff eigentlich? Hatten wir mit dem noch eine offene Mission? Siedlung. Irgendeine Siedlung wollten wir beschicken. Welche Siedlung war denn im Fracht ausliefern? Dich wollten wir verbessern. Kann ich irgendwo was mit Kupfer machen? Ich brauche kein Kupfer, ich will Kupfer abgeben. Die handeln nur ein Schiff. Kann man jetzt sehen, wie man will, ne? Habe ich euch echt jemals besucht? Bin mal gespannt, was passiert, wenn die ihre Lieferung kriegen. Kommen wir eigentlich hier auch hin? Tufan Location. Wie schaut unsere Forschung aus? Ah ja, wir sind hier nochmal, das alles nochmal forschen, da war was. Ich habe hier alles so ein bisschen links liegen lassen, ne? Ich bin ehrlich gesagt auch beim Überlegen. Grundlegende Datenverarbeitung.
Da gehen wir Montage robotisch. Oh, keine Menschen mehr im Dienst. Das ist schön. Alter, schön ist das. Effektives Arbeiten. Alter, das ist das letzte Forschungslabor, oder? Das ist das letzte. Leck mich. Wir sind fast durch. Also fast ist gleich wieder gut gesagt, aber wir sind sehr nah am Ende. Wir haben noch keine Kernenergie gefunden. Oh, der Reaktor wird nochmal gleich eine geile Sache. Eine Vakuumentsalzung haben wir jetzt schon. Wir haben hier Hühnchen. Ich wette, da brauchen wir Tierfutter für. Das mit der Nahrung ist aktuell echt eine ganz weirde Sache irgendwie. Ich glaube, ich brauche echt ein paar mehr. Oder ich muss die Felder umsetzen mal. Na, vielleicht können wir hier eine Feldanlage in Zukunft hinbauen. Die Arbeiten an einer großen, flachen Anlage bestehen ja bereits, ne? Weiß gar nicht, was bringt mir jetzt ein Gewächshaus dabei zum Beispiel? Was ist dein Vorteil? Das müsste doch eigentlich auch hier sein, oder? Sicher. Hat eine 50% höhere Ernteertrag im Vergleich zu einfachen Farmen. Pflanzen benötigen zusätzlich 25% Masse. Ah, du machst 50% mehr. Das ist schon ein ordentlicher Ertrag, du am Ende, ne? Das füllt sich wieder auf. Die ernähren sich nur von Brot, aber ohne Butter. Anstatt, da kommt wieder ein bisschen Weizen mit. Die geringen Weizenmengen, die wir eigentlich noch produzieren am Ende, ne? Diese geringen Mengen, aber die werden wahrscheinlich auch ausreichen, damit die Lager voll werden. Schauen wir mal, wa? Ne? Wir verbrauchen mehr, das ist gut. Das ist sehr gut. Es ist gerade wieder so gefühlt so mehr Überwachung wie alles andere. Keine aktiven Krankheiten. Die Ölbohrinseln mögen sie gar nicht und die Gesundheit steigt. Achso, das ist der falsche Punkt hier. Gesundheit, den Teil muss ich mir anschauen. Luftverschmutzung und die Wasserverschmutzung. Was tue ich denn noch an Wasserverschmutzung aktuell? Achso, die Anlage ist noch relativ gut dabei mit Wasserverschmutzung. Saures Wasser und die Sohle. Ja, was soll ich denn mit dem ganzen Sand an Salz anfangen? Ach, für Sohle kriege ich eh keinen Schaden. Okay, das ist ja wurscht. Salz habe ich hier einen Tonnen. Brauchst du? Ah ne, du tust was abgeben, ne? Aber irgendwas ist. Ach, das ist Ammoniak, warte mal. Der braucht noch einen Ammoniaktank. Warte. Einmal schnell liefern. Dann schauen wir uns an, was wir mit dem Ammoniak machen können. Dann sollte die Anlage wieder laufen können und wir können hier wieder alles fortsetzen. Aber was machen wir mit Ammoniak? Ammoniak. Wir können Ammoniak verbrennen, dann kriege ich auf den Deckel. Oder wir können es mit Sauerstoff zu Dünger 1 machen. Das wäre doch eigentlich noch eine cooles Add-on für hier. Das ist jetzt so die simpelste Sache, die wir machen können, aber ich glaube, das reicht vollkommen aus. Wie viele Polizisten wir brauchen? Hat nur 9, also da reicht eine Chemiefabrik 1. So. Dann brauche ich noch eine Sauerstoffanlage, die habe ich hier, eine Luftzerlegungsanlage.
setzen wir dich hier. Gut. Hierzu brauchen wir den Sauerstoff. Dann brauchen wir das hier. Und hinten raus tun wir den Dünger rein. Flüssigkeitsspeicher. Machen wir gleich zwei dran. So viel gleich kriegen wir hier gar nicht raus. Und dann mit einem Switch herstellen. Nun sollte die Anlage rein theoretisch gleich anfangen zu produzieren. Fährt hoch. Wir haben hier 36. Bedeutet, rein theoretisch kann die Anlage doppelt so viel herstellen. Das sollte auch helfen, die Tanks zu entleeren, die wir als Zwischenlager drin haben. Kann ich mit dem auch Dünger 2 herstellen? Nee. Wie war denn das mit Dünger? Guck mal das nochmal. Jetzt bin ich wieder auf Google-Suche. Dünger, Dünger 2. Wenn ich Dünger 1, Kalkstein und Schwefel und mache es zu Dünger 2, okay. Weil rein theoretisch könnte ich das einfach anschließen, eine Kalkanlage dazu, den Schwefel hier dazu nehmen. Und dann kann ich das Dünger 2 direkt produzieren. Wäre natürlich auch was, ne? Abtransport machen wir in dem Fall aus. Wir schauen mal, wie schnell es passiert. Und wie es mit den Tanks hier vorne passiert. Ist ja alles jetzt so eine Frage der Sache. Oh, grundlegende Datenverarbeitung. Jetzt halt kommen wir zu Zeiten Chinas, wo sie ihre Daten verarbeiten können. Oh, das freut sie doch, ich sag's dir. Das freut sie. Schüttgutlage 3 ist immer noch leer. Aber wir füllen uns langsam wieder. Wenn ihr nicht schon wieder nichts hätten zum Abgraben. Schiddle McDiddle. So, wir brauchen jetzt einen Bauturm hier drüben. Baukontrollturm. Der setzt sich hier hin. Kriegt genau auch denselben Bereich. Dann ist alles gut. Den bauen wir schnell fertig. Schnell fertig bauen. Und dann pausieren wir das Spiel, denn wir müssen dich hier alle abwählen und den allen sagen, dass jetzt hier vorne dazu gehört. Und dann können wir dir instant sagen Abriss. Dann sind wir hier free. Jetzt müssen sie einmal gleich zurückfahren, um sich zu resetten sozusagen. Oh, wir kommen auch langsam an die Kohlemine ran. Oh, Legende. Legende. Ach, schau dir an, wie groß hier die Mine. Das wird alles flach gemacht. Ach, schau mal, interessant ist, dass der Boden teilweise noch Erde ist. Kann ich auch sagen, was hier verkippt werden darf nur? Die Frage ist, wie tief wollen wir gehen? Wollen wir das noch weiter absenken? Am Ende? Bedeutet noch tiefer gehen? Und dann erst Erde drauf, weil sonst wird das Ganze, was ich jetzt mache, dann unnötig. Wenn, dann sollte ich irgendwann direkt an der Höhe anfangen zu arbeiten, die ich brauche am Ende. Aber vielleicht sollte ich da wenigstens eine Hauptstraße hier durchziehen am Ende. Ich tue jetzt erstmal alle Bäume auch markieren, die schon unten sind. Die jetzt direkt sich nehmen sollen. Weil die andere Seite werden es noch erreichen. Aber wenn wir hier alles durchgebaggert haben, ist die Seite unerreichbar. Na schau, jetzt baggern sie sich hier schon ab. Stück für Stück wird es was. Der große Transport von Bethlehem sozusagen. Die Tanks sind aber auch hier nicht wirklich voll. Das mit dem Transport ist nicht optimal.
Die Anlage schaut aber jetzt soweit echt gut aus wieder. Hier schaut aber auch gut aus immer noch. Sollte bloß mal hier bitte schön Kartoffeln nachkommen und alles. Ich glaube, wir hatten noch nie so viele Mitarbeiter. Ich glaube auch nicht im letzten Spielstand waren wir so weit wie jetzt hier. Was wir jetzt aber auch machen, ist den Grabestand nehmen und uns hier durchbaden und dann anfangen. Jetzt erschließen wir so viel wie möglich. Okay. So. Die ganze Front bitte aufkippen, wenn ihr braucht. Jetzt könnt ihr hier meinetwegen auch nach hinten überall abgraben. Wir schauen uns jetzt nochmal hier die topografische Lage an. Bedeutet, hier wäre noch was zu holen. Genauso wie die Ecke hier noch zu holen wäre. Ich brauche eine neue Brücke. Das wird nochmal eine spannende Sache. Und wir können uns hier noch was rausholen. Und wie kam das Ganze aus hier? Setzen die großen Bagger hier hin, die sollen alles ausgraben, dann wenn hinten die Mine fertig ist. Dann kriegen die den Turm hier. Und tun das Ganze anfangen auszugraben. Komplett bummflach. So richtig schön gerade tiefes Loch. Es wäre doch was. Aber rein theoretisch. Ja, I don't know. Naja, die Anlage läuft auch wieder, das ist gut. Oh, aber wir haben hier schon einen Großteil durch, ne? Das ist auch wieder spannend. Machen wir mal ein kleines Lager Kalkstein hier dazu noch. Kleines Lager, ich gesagt. Kalkstein. Dann machen wir einen Mischer. Dünger und über den kleinen nehmen und den großen. Rotating. So hier. Und dich. Auch bis hier vorne. Rein theoretisch. Brauchen wir dann hier nur ein Lager für Dünger 2, ne? Dünger 2 ist gleich auch hier drin. Ich rieche schon wieder so viel her. Übel, so, wo ist hier Dünger 2? So. Weil er beginnt jetzt. Weil die Tanks sind jetzt auch schon fast voll. Mit der gesamten Masse. Das ist jetzt unsere kleine Düngeranlage, die hier arbeitet. An. Wie viel Dünger da instant an? Wie viel kommt denn da raus? Von 60 wird zu 84, okay. Ja, ist schon übel eigentlich, ne? Der hat auch nur einen Auftrag, dauernd Benzin nachzuholen und alles. Also jetzt ist der Tank wieder leer. Ich check's nicht. Wann sind wir hier am Limit? Wann ist das Limit erreicht von dieser Anlage?
Ich weiß es noch nicht so ganz so. Ich muss mich jetzt echt mehr um die scheiß Kohlemine kümmern. Weil einfach das aktuell ultra unangenehm ist. Vielleicht ist es auch schlau, wenn wir anfangen, hier Cuts reinzumachen. So, so. Zwei tiefe Cuts erstmal. Um zu schauen, wie tief das überhaupt noch geht. Vorsichtig, ganz, ganz vorsichtig. Okay, dann hätten wir die Sohle nämlich auch ausgegraben. Ja, hier kriegst du jetzt echt wenig Kohle raus. Wir haben noch den Haupteingang. Das Lager schaut mau aus. Okay, er befüllt auch erst alles andere. Das ist eh super. Ja, die Ende an der Lage ist eh vollkommen übertrieben aktuell. Wie schaut es mit unserer Brücke aus hier drüben? Wir sind fast soweit. Ich hätte gern einfach hier dann eine Grabeposition rein. Dass die anderen Kollegen dann hier durcharbeiten können. Verkippt, Jungs! Sobald wir hier sind, können wir die Bagger auch noch da drüben beordern. Akte wird ja hier noch abgegraben, wie blöd. Wenn sie mal nach drüben beordern, dann dürfen sie hier meinetwegen runter und alles zukippen anfangen. Dass wir schauen, dass hier wirklich wenig Fläche mit Wasser noch ist. Na, ja, gleich haben wir es geschafft. Dann ist die nächste Straße fertig gebaut. Wie viele Ressourcen? Ich muss mir überlegen, was wir für Massen hier auf einen Schlagakt oder in kürzester Zeit aktuell schon anfangen zu bewegen und über welche Entfernungen. Was für Maschinen wir haben. Schon brutal. Was ich jetzt noch cool finde, wäre so ein... Es gibt doch diese riesigen Schaufelradbagger. Die könnte ich mir noch mega geil vorstellen. Also wirklich mega geil sind die in meinem Kopf drin. Komm, kippt. Mach die Straße fertig. Wir brauchen eine Einfahrt, Jungs. Schnell. Ich glaube, wir können sogar schon umsetzen anfangen. Und fürs Erste den Bereich hier hinsetzen. Weil jetzt sind die Anfahrten fertig. Und die Bagger sollten auch überall hinkommen. Sind die Bagger auf dem Weg? Ja, sie sind auf dem Weg. Die nächste Elefantenwanderung. Nur 2027 zu sehen. Jetzt hat er sich auch entschieden zu fahren. Jetzt werden sie alle sagen, jupp, wir fahren rüber. Jetzt gerade tanken lustigerweise alle. Wenn ich dich auf Prio einsetze, wie wichtig wirst du denn für die Anlage? Am Ende zu wichtig. Wo fahrt ihr hin? Ja, langsam ist aber auch hier dann alles voll. Aber spannend. Spannend auf jeden Fall.
die Lager bleiben leer, wie es ausschaut. Ja. 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 Ist jetzt nicht perfekt, aber es wird langsam. Ah, die Kohlemine ist an der Grenze. Wenn ich mir so anschaue, wir haben fast jeden... Die ganze Mine haben wir mittlerweile ausgegraben. Respekt. Jetzt kommen wir zur anderen Mine. Schau, da sind die ersten drei großen Boys. Die werden während der Fahrt von den Kleinen betankt, weil sie einfach sonst so viel schlucken. Und der Kraftstoff, bei dem ist was schon leer. Der hat noch, der hat auch voll und der braucht auch bald wieder. So, jetzt wird abgekommen. Könnt ihr nicht jetzt einfach gleich hinkippen? Wenn ihr eh schon dabei seid. Wo bleiben die ganzen LKWs? Ah, die kommen jetzt. Haben wir denen gesagt, dass sie überhaupt da hinten was rausnehmen können? Ich weiß es nicht. I don't fucking know. Andere sagen ihnen einfach immer, sie sollen es versuchen zu lernen. Tiertap muss aus und das muss auch. Achso, aber das sollte ich vielleicht anlassen, ne? Ja, die schauen jetzt, dass sie sozusagen entleeren und damit sollten wir dann. Nein, 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 nein. Anliefern tun wir hier gar nichts. Es wird höchstens entfernt, aber nicht angenommen. Wir haben mehrere Tanks, die ihr benutzen könnt, um zu bearbeiten. Hier hinten zum Beispiel einer. Alle nehmen an. So, jetzt schauen, jetzt wird hier schön verkippt. Und dann geben wir ihnen jetzt hier auch die Mission, hey, ihr könnt hier rein. Theoretisch bis nach unten. Über Null gehen. Dann sollten die ja jetzt das hier verkippen anfangen, oder? Yes. Und die Kollegen graben die Mine frei. Super. Kann ich euch alle markieren und zurückschicken? Das ist ja teilweise praktisch. Jetzt sind sie natürlich super effektiv, weil die Bagger dauernd laufen. Sobald die einen Dauerauftrag haben und dauernd aktiv sein können, dann ziehen die. Wie tief geht denn die Mine? Die scheint sehr tief zu gehen. Holy shit. Bessere Idee, Leute, zieht euch mal kurz zurück. Können wir das noch irgendwie arrangieren? Dass wir hier bis runter gehen oder so? Jetzt kommen sie gleich alle nicht mehr durch. Ich würde so kichern. Also eigentlich nicht, weil es passiert genau das gerade. Ist doch dumm. Oh, Mensch. Hier vor, das kriegt die hin, kommt schon. Muss ich euch jetzt ernsthaft alle zurücksetzen, weil ihr alle zu blöd seid zum Kippen? Aber warte mal. Einen kleinen Umweg bauen. Bevor jetzt hier alles untergeht. Schnelle Flucht. Aber dann können die jetzt hier schön wenigstens alles freimachen und dann hat sich das erledigt. Gut, Leute, aber ich würde sagen, das war's auch für diese Folge. Hoch, ich bin in das Mikrofon gefallen. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst unten einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao.